gefühlt. Das ist wie bei den Zoom-Konferenzen. Hallo, hallo, kann man mich hören? Ah, genau. Wunderbärchen. Ja, macht bitte einen tosen Applaus für Jay! Okay, also ich habe einen Text mitgebracht, der heißt Ich tanze. Ich tanze und tanze. Ich sehe meine Figur im Spiegel, wieso ist dieses Selbstbild mir immer von so großer Wichtigkeit? Ich tanze und tanze. Tanzt du mit mir? Ich wünschte mir, die Welt zu retten. Oder eher wünsche ich der Welt, dass ich diese zu retten weiß, meine Existenz. Positiv einsetzen, mir einen Sinn prophezeien. Doch sind jetzt meine Welten erschüttert. Ich tanzte und fiel zu Boden, der Boden so viel tiefer, als wo meine Füße sonst immer aufkommen. Haut des Menschseins von meiner Seele gerissen, wer bin ich? Was ist Mensch? Bin dein Stein, hau dein Eisen in mich rein, finde mich. Unter Schichten von mir selbst, Schichten, die ich mir aufsetzte, als ich merkte, dass ich ohne einfach nicht überlebe. Ich tanze und tanze. Tanzt du mit mir? Meine Schritte auf dem Boden, ich ziehe meine Runden mit Bleistift auf das Blatt. Meine Füße barfuß, jetzt nass, es regnet. Die Kälte zieht durch meine Beine in meinen Kopf, Stillstand der Gedanken. Nur tanzen auf Regen, tanzen auf Wolken, ich bin mal wieder hoch oben. Lebe lieber im Himmel als auf der Welt, der ich noch nicht zu helfen weiß. Ich würde sie doch so gerne retten. Kriege habe ich nie ganz verstanden. Wieso Menschen für Geld und Macht gar alles machen? Ich wünschte, ich könnte diese verstehen. Vielleicht hören sie dann ja auch auf. Ich weiß doch, es ist wichtig zu wissen, will mich aufklären, was Menschsein so bedeutet. Doch wenn Hass Teil vom Leben ist, dann mag ich das Leben eher nicht. Ich tanze frei und ohne Sinn. Meine Füße werden nass, nimmst du mich an die Hand? Gespannt bin ich. Verlorenen Augen, so wie ein Gedicht. Liebe kommt mit Emotionen mir zu fremd. Ich bin aufgeregt, was noch kommt, doch mit Emotionen kommt die Angst. Menschsein klopft an die Tür, es wird hell, zu hell für mein Sein. Das bis eben im Weltall war, so weit oben in der Luft und jetzt unten vor dem Start. Ich habe das Marathon des Lebens so viel gehört. Jetzt kreise ich mich ein mit Schichten von Steinen, werde zu Bergen, die mich umkreisen. Sie halten mich geborgen, doch hindern sie mich vom Laufen. Hau dein Eisen doch in mich rein. Ich kann nicht mehr tanzen. So wie ich immer getanzt habe, tanzt du nur mit Bäumen auf meiner Oberfläche, die blühen. Hau dein Eisen in mich rein, bis du mich findest. Nimm mich an die Hand und lass rennen bis zu einem Ziel, das du im Augenwinkel siehst. Vielleicht verstehe ich Kriege. Bis zum Ende noch nicht. Jedoch baue ich meine Welten wieder auf. Ich schreibe sie in eine geheilte Wirklichkeit mit Worten und Zeilen, mit musikalischen Klängen. Ich heile mich. In diesen Versen, Satz für Satz, sehe ich mich ein bisschen klarer. Meine Füße aus freiem Boden fangen an zu tanzen. Und hassen tue ich nicht, wenn ich tanze. Ich tanze und tanze. Ich sehe meine Figur im Spiegel. Wieso ist dieses Selbstbild mir immer von so großer Wichtigkeit? Doch wenn meine Füße statt nass trocken, wenn meine Gedanken anklopfen, wenn nichts mehr stillsteht, außer meine Füße, die immer tanzen, dann verstehe ich die Kriege auf der Welt, die Machtpflanzen. Ein Krieg startet in meinem eigenen Sein, zu laut, um nicht echt zu sein, und Hass fange ich auch an zu verstehen, kann mein Spiegelbild nicht ausstehen, und ich sehne mich nach an die Berge, die mich umgaben, bevor das Eisen meine Schicht trafen. Ich tanze nicht mehr. Schließe meine Augen, meine Füße sind trocken. Doch regnen jetzt meine Augen und die Nässe auf meinem Gesicht bringen Stillstand in meine Füße, ich wünsche mir Ruhe. Ich drehe wieder meine Runden, Füße trocken auf dem Boden, Stift auf Papier, es regnet. Füße werden nass. Die Kälte zieht durch meine Beine in meinen Kopf, Stillstand der Gedanken. Ich tanze und tanze, bis ich nicht mehr tanzen kann und dann tanze ich weiter. Höre nie auf, selbst wenn ich aufhöre, und hassen tue ich nicht, wenn ich tanze. Nur noch Liebe umhüllt mein Sein, Menschsein muss doch nicht so schlimm sein, wenn ich tanze. Nimmst du mich an die Hand und tanzt mit mir? Dankeschön.
Das war für euch am Mikrofon. Jay! Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit der nächsten Poetin. Sie kommt aus Dortmund. Macht bitte einen fulminanten 33-Punkte-Applaus für Ellie! Vielen Dank. Ja, ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, den Text zu machen, der zum Thema gepasst hätte. Und er heißt Krisen und ich habe ihn in einem Moment geschrieben, in dem ich ziemlich wütend war. Und ich glaube, jedes Mal, wenn ich den Text lese, merkt man das auch ein bisschen. Deswegen, es kann sein, dass ich vielleicht ein bisschen anfange zu schreien. Aber das ist okay. Wie viele Krisen können wir ertragen, bevor unsere Stimmen versagen? Wie oft müssen wir auf Bühnen stehen, bis die Menschen verstehen, dass wir nicht nur anklagen, sondern euch fragen, regelrecht um Hilfe betteln, dass wir endlich gemeinsam anfangen, Mutter Erde zu retten. Wir mussten uns an Bäume ketten, damit ihr kapiert, dass unsere Art die nächste ist, die krepiert, nur weil in euren Köpfen nichts passiert, wenn ihr seht, dass Wälder brennen und Tiere rennen und die Kinder dieser Welt sich zu AktivistInnen bekennen. Wie viele Krisen müssen wir ertragen, weil wir alleine die Lasten unserer Zukunft auf den Schultern tragen und ihr lacht, wenn wir fragen, ist das vegan? Was habt ihr getan, als wir aufgestanden sind? Jedes Kind anfing, die Schule zu schwänzen. Wo seid ihr gewesen? Was habt ihr gelesen, während wir uns füttern mit Infos und Hoffnung, immer bereit, noch einen Schritt weiter zu gehen, weil wir verstehen, mit mal die Öffis nehmen, ist es nicht getan. Ihr seid die Gefahr. Ja, wir fahren auch mit der Bahn, aber wir demonstrieren und sammeln Gelder, würden niemals kapitulieren. Wir malten Schilder und jedes Mal wurden eure Aussagen wilder. Kein Geld, keine Zeit, wär du doch der Held von morgen. Und jeden Morgen, wenn ich aufstehe, wünschte ich, wir alle wären gerne die Helden von morgen. Aber wer noch Fleisch konsumiert und auf Social Media einfach rausretuschiert, dass es schon der dritte Kurzstreckenflug ist dieses Jahr, der ist beteiligt am Morden und bestimmt ein bisschen mehr Schuld am Schmelzen im Norden. Der nimmt vermutlich selten den Zug, lehnt dankend ab bei Milchalternativen, aber wir sind die Naiven, weil wir ja wirklich glauben, unser Konsum würde die Welt verändern. Nee, mein ganz alleiniger Konsum bestimmt nicht, aber wenn du mal runterbrichst, wie viel Fleisch du im Jahr eigentlich isst, verstehst du vielleicht endlich meinen Frust. Und wenn es dir schon scheißegal ist, wie sehr dein Essen leidet, dann möchte ich dich fast beneiden, denn ich kann mich nicht einfach dagegen entscheiden, mir das Leiden anzusehen. Du bist vielleicht in 10 Jahren tot, aber ich werde jeden Tag meines Lebens damit konfrontiert, dass wir vielleicht keine Zukunft mehr haben. Und während ihr tote Tiere auf Tellern drapiert, läuft uns die Zeit davon, weil ihr eure Gaben lieber für effektivere Viehhaltung nutzt. Mensch, wie ausgefuchst, wenn ein Schwein weniger als 1 Quadratmeter Platz hat, dann kostet es auch nur 4,500 Euro. Das muss man sich mal überlegen, denn daneben stehen 1 Kilo Erdbeeren für den dreifachen Preis. Und ihr findet es dreist, wenn es bei uns zu Hause eben doch nur Hafermilch gibt im Kaffee. Aber nicht besonders gastfreundlich von euch. Alter, wenn du nicht endlich aufhörst, kleinen Kälbern ihre Muttermilch wegzusaufen, dann wird demnächst nicht nur die Niederlande ersaufen. Ihr müsst mal die Augen aufmachen und aufhören davor wegzulaufen, dass ihr an der Reihe seid. Eigentlich bin ich es so leid, immer und immer wieder zu erklären, warum wir hier stehen, aber ich will meine Stimme erheben für die, die es eben nicht können. Und egal wie frustrierend es jedes Mal ist, jedes Mal bin ich trotzdem wieder froh, denn irgendwo in diesem Publikum wird es vielleicht doch jemanden berühren und vielleicht jemanden die Luft abschnüren. Ich will keine Krisen mehr ertragen und nie wieder fragen, warum ihr nichts getan habt. Warum ihr uns Gefahren aussetzt und lieber Menschen mit anderer Hautfarbe hinterherhetzt, anstatt euch im Netz über das Sterben der Erde zu informieren. Wir sollten wenigstens probieren, das Schlimmste zu verhindern, damit ihr euren Kindern eine lebenswerte Welt hinterlasst. Und wenn meine Meinung nicht in euer Weltbild passt und ihr denkt, euch trifft mein Hass, dann ist auf euch leider kein Verlass. Unser selbsternannter Klimakanzler geht mit seinen Nazi-Vergleichen gerne über Leichen, um uns den Mund zu verbieten. Und oft genug gerieten wir als AktivistInnen in Vergleiche mit FaschistInnen, obwohl wir versuchen, die Welt zu verbessern, während die Großen dort oben es nicht einmal schaffen, die welkende Blume der Erderwärmung zu bewässern. Ich will keine Krisen mehr ertragen. Ich will frei sein und ich will, dass es ganz normal ist zu sagen. Ich lebe vegan und ich will stolz drauf sein, was wir getan haben, zusammen. Macht die Augen auf und seid stolz darauf, was uns Mutter Erde gibt. Denn wir haben nur diese eine und jeder von uns ist ihr Kind. Dankeschön. Das war für euch Ellie. Und jetzt begrüßt mit einem kräftigen Applaus die nächste Poetin hier auf der Bühne. Hier ist für euch Mia Maria. Hallo, ich habe mal im Ausland gelebt, gar nicht so lange, aber ich habe einen Text darüber geschrieben und der heißt, ich glaube, ich habe Heimweh.
Und er geht so. Es ist Donnerstag und übermorgen fahre ich auf einen Urlaubsaufenthalt nach Hause. Und beim Packen meiner Sachen fällt mir auf, dass ich gar nicht so viel brauche, weil ich ja nach Hause fahre. Manchmal fühle ich mich wie in einem Raum, der sich immer weiter, immer höher mit Wasser füllt. Und so langsam drücke ich meine Wange an die Zimmerdecke, um mit dem restlichen bisschen Sauerstoff zu überleben, der nur noch bis übermorgen zu reichen scheint. Was würde passieren, wenn sich der gesamte Raum mit Wasser füllt? Würde ich an dem unfassbaren Gefühl von Heimweh ertrinken? Oder würden die Wände und die Decke doppelt so hoch wachsen, weil ich nochmal so lange hier bliebe, wie ich es bereits bin? Ich stelle mir von Zeit zu Zeit die Frage, was ich denn so sehr vermisse, dass es sich anfühlt, als würde ich ertrinken. Sind es die Menschen? Meine Mutter? Meine Schwester? Mein Vater? Mein Bruder? Meine Freunde? Ist es der Ort? Mein Bett? Mein Zimmer? Unser Haus? Das Dorf? Die Stadt? Das Land? Und die Antwort darauf ist, ja. Vor ein paar Tagen habe ich ein Auto mit deutschem Kennzeichen gesehen und ich bin förmlich zusammengezuckt. Ich wollte dem Fahrer ein Lächeln schenken. Vor ein paar Wochen ist einige Türen weiter eine junge Frau in die Metro gestiegen und für einen kurzen Augenblick trafen sich unsere Blicke. Ihre Augen waren so grün wie die meiner Schwester und ich wäre ihr gerne um den Hals gefallen. Vor ein paar Monaten bin ich morgens aufgewacht und ich hätte schwören können, meinen Vater im Wohnzimmer gehört zu haben, wie er herzlich lacht. Ich wäre am liebsten die Treppe heruntergelaufen und hätte gefragt, wieso er lacht, um mit ihm lachen zu können. Und jedes Mal, wenn ich vor dem Spiegel stehe und mir die Haare flechte, schließe ich für einen oder manchmal auch zwei Momente meine Augen und stelle mir vor, meine Mutter stünde hinter mir und machte mir die Haare. Man hat mich in die große, weite Welt entlassen. Einen Stock besitze ich nicht und auch trage ich lieber eine Mütze als einen Hut. Und jetzt liege ich hier, in den Niederlanden, in einem Bett, das nicht das meine ist, aber das ich meines nennen kann. Ich entscheide selbst, was ich esse, was ich trage, was ich mache. Ich bin jetzt groß. Nicht ausgewachsen und doch sonst nicht wirklich groß. Und im Prozess des Wachstums noch nicht am oberen Ende angekommen, aber ich bin jetzt groß genug, um alleine zu leben. Und das ist beängstigend und befreiend zugleich. Vollkommene Ruhe und Herzrasen. Augenblick um Augenblick schwirren Gedanken durch meinen Kopf. So viele Türen stehen offen. Wie ein Raum voller offener Türen. Ich stehe mittendrin und der Durchzug pfeift mir erwartungsvoll, begeistert und hysterisch hoch um die Ohren. Alles verändert sich. Nur dieses Mischgefühl aus Angst und Begeisterung schwebt in meinem Bauch wie das Innere einer Lavalampe. Leicht, unwohl, frei, überfordernd, erwartungsvoll, beängstigend. Mir ist alles egal, weil alles eigentlich Wichtige so weit weg ist. Und mir ist alles so wichtig, weil alles eigentlich Wichtige eben so weit weg ist. Wird zu Hause noch zu Hause sein, wenn ich wieder nach Hause komme? Ich habe Sorge, dass das Haus meiner Eltern einen Geruch haben wird, wenn ich es das nächste Mal betrete. Meine gesamte Kindheit und Jugend über hat zu Hause so beruhigend nach dem großen Bekannten nichts gerochen und ich fürchte, dass ich mich nach so vielen Tagen in einem anderen Zimmer, in einem anderen Haus, in einer anderen Stadt und in einem anderen Land an einen anderen Geruch gewöhnt haben werde. Manchmal kram ich Kleidungsstücke aus den hintersten Ecken meines Schrankes, von denen ich weiß, dass sie ungetragen und noch von meiner Mutter gewaschen sind. Dann rieche ich daran und vergrabe förmlich mein ganzes Gesicht in dem Stoff, um herauszufinden, ob zu Hause schon so unvertraut ist, dass es einen Geruch bekommen hat. Und so stehe ich da. Mein Gesicht vergraben in ungetragene Kleidung, mit dem Inneren einer Lavalampe im Bauch und mit der Wange an die Zimmerdecke gedrückt, den letzten Sauerstoff atmend. Ich erlaube mir, meinen Blick durch den Raum wandern zu lassen und ich bemerke, dass dieser sich nach so vielen Tagen in einem anderen Zimmer, in einem anderen Haus, in einer anderen Stadt und in einem anderen Land mit so vielen Erlebnissen, Erfahrungen und Menschen gefüllt hat. Beim Blick auf all das wird mir klar, dass da noch Platz nach oben ist. Aber ein Urlaubsaufenthalt zu Hause, bei den Menschen, die mir so lieb sind und an dem Ort, der mir so vertraut ist, fühlt sich notwendig an. Notwendig, um den Stöpsel auf dem Boden des Raums zu ziehen und das Wasser ablaufen zu lassen.
um nur die Erlebnisse, Erfahrungen und Menschen da zu haben und das Heimweh loszuwerden. Dankeschön. Das war für euch. Das war für euch. Am Mikrofon. Mia Maria. Ich glaube, jetzt ist es an. Ha, cool. Die Technik. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter und reisen nach Wuppertal zur nächsten Person hier auf der Bühne. Klatscht bitte ans Mikrofon. Quinn! Vertraust du deinen Entscheidungen? Ich habe mich entschieden, dass es keine Waffen geben sollte. Dass Frieden doch eines der höchsten Güter ist. Wenn alle keine Waffen hätten, gäbe es auch keinen Krieg. Zitat: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Habe ich gelesen und dachte, klingt doch gut. Doch als dann zwei Länder neben uns Bomben fielen und Menschen zu uns kamen, davon gezeichnet, war ich auf einmal froh, dass da noch die NATO war und fand es nicht mehr so abwegig, die eigene Verteidigung aufzurüsten. Bin ich vielleicht doch bereit, selber Dienst an der Waffe zu leisten? Habe ich meine Prinzipien über Bord geworfen? Weil jetzt wieder Krieg in Europa ist? Die langen Diskussionen über Pazifismus mit meinem Opa, die Demonstration, die Weigerung zur Bundeswehr zu gehen, alles umsonst, alles eine Lüge, ein Konstrukt, bis die eigene Haut oder auch nur der eigene Wohlstand bedroht sind? Waren all diese Prinzipien ein Luxusprodukt meiner privilegierten Bequemlichkeit? Wann habe ich angefangen, Leben gegen Leben, Gut gegen Böse und Schuldig gegen Unschuldig aufzuwiegen? Kann ich meinen Entscheidungen noch trauen? Ich bediene mich ab jetzt dem Prinzip des methodischen Zweifelns nach Descartes. Beginne mit der Realisation, dass meine Ideale anfechtbar, wackelig und unbegründet sind, alles einzureißen und methodisch zweifelnd neu aufzubauen. Gehe langsam vor, so erfahrungsreich und besonnen wie möglich, versuche jeder Perspektive Raum zu geben. Entwickle mich dabei vielleicht weiter, nur um später festzustellen, dass da doch Erfahrungen sind, die man selbst gemacht haben muss, die einem niemand beschreiben kann. Erfahrungen wie die Angst um Existenz, um Zukunft, mit Überleben statt Leben als höchste und einzige Priorität. Erfahrungen von Kälte. Wie oft musste ich im Frühling und Herbst frieren, bis ich von selbst an die warme Jacke gedacht habe. Methodisch zweifelnd denke ich nun zwar an die warme Jacke, aber stapfe weiterhin in Sandalen durch den Novemberregen. Immer wieder stelle ich fest, dass ich die richtigen Schuhe vergessen habe, dass Schuhe existieren, immer wieder zweifle ich an meinen ursprünglichen Idealen. Dabei ist genau das vielleicht das Menschliche, die nie erreichten Ideale durch immer neue Erfahrungen, eine nicht endende Entwicklung. Trotzdem stehen jetzt alle vor der Entscheidung, erneut zu zweifeln. Was sorgt dafür, dass Millionen zu den Waffen greifen, sie produzieren, liefern, verteilen, einpacken, sich in den Panzer setzen, auf den Abzug drücken? Ein Schiff brennt ab, ein Hafen wird zerstört, ein Haus stürzt ein Leben wird zu früh beendet. Wie weit hat der Hass, die Begierde eines Einzelnen nach Macht es gebracht, dass ein Mensch einen Menschen tötet? Was ist passiert, dass der Mensch nicht im Vordergrund steht, sondern die Gasversorgung? Dass Verteilungsschlüssel wichtiger sind als offene Türen und Grenzen? Dieser Krieg, zwei Länder weiter, der die Idee von Frieden in Europa zerstört, scheint so viel mehr über den Haufen zu werfen als nur Ideale. Oder kratzt er einfach an unserer kultivierten Oberfläche, die jetzt langsam zerbröckelt? Was bleibt, ist der Egoismus. Der Wille, das eigene Land, die eigene Familie, die eigene Haut zu schützen. Benzin möglichst günstig in den Tank zu kippen. Je näher die Gefahr zu rücken scheint, desto weiter werden die Ideale weggestoßen. Desto stärker werden wieder die egoistischen Grundantriebe des Menschen. Oder, um es nach Freud zu halten, das S. Weg sind Kultur und Ideen, Konventionen und Gesetze. Es ging noch nicht mal um Existenz, um Überlebenskampf. Geht es um Macht, um Einfluss, um Flächengewinn, Zugehörigkeit, Religion oder Wohlstand? Was war es, welcher Grund wichtig genug, dass wir uns mit vorgehaltener Waffe diese Fragen stellen, die sonst so weit weg schienen? Du oder ich? Welches Leben ist wichtiger? Wofür kämpfe ich? Stehe ein? Wie lange bin ich Mensch, während Egoismus und Überlebenswille Ideale und Ideen zerfleischen? Das rohe S eines jeden Individuums, losgelöst von kompromissbereitem Ich und antrainiertem Über-Ich zurückgelassen, freigelegt unter abblätternder Oberfläche. Freud und Descartes, methodischer Zweifel, die Sicht auf den Menschen im Gleichgewicht aus S, Ich und Über-Ich, sind es nicht Überbleibsel der Kultur, die schon längst zerstört, schreiend auf dem brachen Schlachtfeld zurückgelassen wurde? Ich kenne keinen Krieg, nur seine Abwesenheit,
in meinem eigenen Land. Jeden Tag sehe ich die Denkmäler und Museen, höre Reden und Geschichten. Das Erbe, das er hinterlassen hat. Eine luxusreiche Zeit voller Kultur, voller präsenter Über-Ichs. Voller Zeit, sich in der Theorie mit methodischen Zweifel und Über-Ichs zu beschäftigen. Was nun heranzurücken scheint, ist eine Welle aus S. Verschlossene Augen und Ohren, Ignoranz oder doch nur Ohnmacht? Stille Akzeptanz, fehlende Empörung, fehlender Schock, fehlende Reaktion. Darauf, dass Menschen sterben, dass Flüchtende zu Zahlen auf Papieren werden, dass Ideale krepieren, dass Menschen Menschen töten. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Alle gehen hin. Sie, wir kämpfen und hassen und vernichten. Ob hinter der Grenze, an der Tankstelle, vor dem Handy oder in den Trümmern des alten Zuhauses. Wurde zusammen mit dem Über-Ich der Glaube an die Menschheit, an Menschlichkeit begraben? Gibt es überhaupt noch Gräber? Ich zweifle, also denke ich, also bin ich, René Descartes. Ich zweifle daran, dass da nur noch ein S übrig geblieben ist. Und mit diesem Zweifel bleibt Hoffnung, dass da ein Funken Über-Ich überlebt, an Vernunft und Menschlichkeit appelliert, dass da Frieden sein wird. Nur auch für die Hoffnung gibt es ein Sprichwort, das ich nicht akzeptieren möchte, von dem ich hoffe, dass es für mich nicht irgendwann wie Krieg zur Selbstverständlichkeit wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Dankeschön. Seid laut für Quinn! Ein Reise vom Fotografen. Oh, jetzt wird umgebaut. Genau. Sehr wichtig. Wunderbar. Okay, als nächstes holen wir jemanden auf die Bühne. Er kommt aus Bingen, hat bereits sein erst Debütroman veröffentlicht und wurde 2022 im Poetry Slam U20-Meister in Rheinland-Pfalz. Macht bitte einen Tosenapplaus für Leander Bauer! Ja, herzlichen Dank. Ich habe heute einen Text mitgebracht, der ist entstanden, weil ich dachte, jeder kennt die Situation, in denen ein anderer Mensch zu uns nicht besonders freundlich ist, vielleicht sogar noch mehr. Und man fragt sich vielleicht auch, hey, warum bist du so? Und dieser Text versucht, Antworten darauf zu finden und er trägt den Titel Leben nehmen. Tropf, tropf und wieder heult sie die Tochter. Tropf, tropf und wieder trinkt sie die Mutter. Denkt gar nicht mehr an den Elternabend in der Schule, denkt an gar nichts mehr. Der Schnaps ließ Gedanken abdanken. Die Kleine stupst die Mutter an, aber sie kann sich nicht bewegen. Und ob sie will oder nicht, die Mutter nimmt ihrer Kleinen Leben. Aber wer hat ihr Leben genommen? Tropf, tropf. Ja, sie trinkt. Seit vielen Jahren jeden Abend, weil sie allein in den Kissen versinkt und nicht weiß, wie zum Teufel sie das schaffen soll, ein Kind großziehen. Ein Vorbild hat sie nicht. Tropf, tropf. Wie hat sie damals geweint, wenn der Vater sie geschimpft hat wegen jeder Kleinigkeit, weil sein Teufel ihn geritten hat, die Wut ohne Grund, weil er seine Zügel nicht im Griff hat, im Kopf nicht ganz gesund. Sie hat ins Kissen geschrien, jede Nacht, Papa, Papa, was habe ich noch falsch gemacht, stundenlang ihre Lippen beben. Und ob er will oder nicht, der Vater nimmt seiner Kleinen Leben. Aber wer hat ihm Leben genommen? Tropf, tropf. Wenn er wieder daran denkt, dann kommen sogar ihm die Tränen und er hat Angst. Angst, weil die Bilder nicht weggehen. Tropf, tropf, da ist dieses Mädchen in seinem Kopf. Braune Haar, kommt 18 Jahre, warf sie sich dahin vor seinen Zug. Und er, der pünktlichste Lokführer seiner Zeit, kam zu spät, zu spät, zu spät für seinen armen Geist. Auch zu Hause noch sei das Mädchen überall und nicht so wär wie früher. Er nur noch kalt, bös und brutal. Da war nur noch Stress. PTBS. Und ob sie will oder nicht? Das Mädchen nimmt ihm Leben, das Mädchen nimmt sich das Leben, aber wer hat ihr Leben genommen? Tropf, tropf, Tränen tropfen, tropfen ins Klo, da ist dieser Junge und sie liebt ihn so, doch er und seine Freunde, die haben nichts übrig für sie, fettes Schwein, Pickelfressen sind ihre Spitzsportnamen für sie, tropf, tropf. Und es geht schon so lange, dass sie nicht mehr weiter weiß. Sie steigt nicht in den Zug, sie geht runter aufs Gleis. Wie soll sie morgens noch aufstehen in dieser Welt? Lieber legt sie sich zwischen die Eisen, wartet, dass der Druck endlich von ihr abfällt. Dann kommt die Bahn, lässt ihr Leben entgleisen. Und ob er will oder nicht, der Junge nimmt ihr Leben. Aber wer hat ihm Leben genommen? Tropf, tropf. Wieder hat er sich eingepisst, weil er nachts nicht mehr weiß, wie es denn noch zu schaffen ist. Armer Tropf, Tropf, dürfen doch seine Eltern nicht wissen, dass eine 2 in seinem Zeugnis steht. Dieses scheiß Gewissen, er versucht und versucht es ja immer wieder, aber es ist immer nur gut. Und für seine Eltern ist gut nicht gut genug.
Weil sein Vater ihn verdrischt, sich nie erbarmt, weil seine Mutter ihn nie in den Arm genommen hat, schaut er die anderen neidisch an. Die liebevolle Eltern haben. Deshalb macht er die anderen runter. So fühlt er sich besser. Dann ist er nicht der Beste, aber die anderen schlechter. Und ob sie wollen oder nicht, seine Eltern nehmen ihm Leben, sie nehmen so viele Leben und wissen gar nichts davon. Denn das Leid wird immer weitergegeben, doch wer weiß das schon. So könnte es ewig weitergehen. Die Geschichte vom Leben nehmen wird kein Ende nehmen. Den Teufelskreis zu brechen ist schwer. Man kann es nur probieren. Dann gäb's keine Leiden mehr. Und wir müssten nur noch dran denken, anderen auch mal Leben zu schenken. Vielen Dank. Das war für euch ein Mikrofon. Leander Bauer. Jetzt sind wir fertig. Das war sehr schön mit euch. Wunderbar. Vielen Dank für eure Teilnahme. Und einen Applaus für Annalisa. Okay.